Moin, moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pongo Boss mit dem Mine Colonies Mob Pack Dimensional Adventures, genau. Und jo, ich habe hier so Nüsse gesammelt, Peinnuss, Ahornnüsse, genau. Und ja, Peinnuss habe ich auch noch gefunden, also Pinienkerne scheinbar. Und jetzt machen wir noch kurz das Lager, also die Kisten leer. Ich habe hier hinten noch mehr gesammelt. Ich war in einem großen Loch, schön in den Bergen. Es ist alles voll hier. Aber wirklich alles. Jo, tun wir die mal irgendwo anders hinein. Hier können wir noch ein paar Sachen reintun. Die Fäden brauche ich drüben. Jo, da haben wir so viele Sachen. Ich habe schöne, wie soll man nun sagen, Ranken gefunden. Die möchte ich holen. Die kann ich dann noch rüber tauschen. Tun wir mal ein Schwert machen und so. So, ich möchte nämlich auch so langsam ja, mit dem Mine Colonies Mod anfangen. Dafür brauchen wir einfach noch ein paar Rohstoffe. Und ich möchte eigentlich noch ins Portal. Ich habe nämlich hier das Zielfeuerzeug erhandelt von diesem NPC, der dort war beim Portal. So, jo. Die Sachen könnte ich gebrauchen. Ich habe hier auch noch gewisse Dinge. Zuerst einmal, wo sind die Ranken? Die sind nicht in diesem Backpack. Machen wir mal kurz schön rüber. Genau die hier rein. Zuerst einmal, hier sind zwei. Und dann ist noch eines irgendwo. Hier haben wir auch so einen Wagen. Versorgungscamp. Das ist das Erste, was wir benutzen müssen. Gut, dass wir das haben. Schön. Wo ist noch das andere Buch? Spawn-Eier habe ich auch irgendwie gefunden aus Kisten. Die kann man scheinbar auch eben mit dem Beutschwert irgendwie so etwas wegschlagen. Okay. Jo. Blindheit übertragen. Glaube ich nutze die nicht, aber wir sind jetzt ziemlich stark schon. Genau hier oben. Nein, das ist Platinum. Was ist andere? Irgendwie so einen blauen Kristall oder so. Ich habe keine Übersicht. Habt ihr da irgendwie eine Übersicht? Irgendwie nicht. Okay, scheinbar habe ich das übersehen hier. Aquamarine. Kein Crystal. Jo, so kann ich das nicht sagen. Eine Rune, die braucht man sicher auch noch. Und ja, ich weiß gar nicht, welches Item welches ist. Müssen wir halt kurz warten. Oder ich habe es irgendwo hier reingetan. Ich habe noch ein paar Sachen. Das ist eine Buch. Finde ich jetzt auch gerade nicht. Schade, aber wo sind denn diese blauen Kristalle? Müsste irgendwie ein Pulver sein oder so jetzt. Und die kann man wieder anpflanzen. Aber ich weiß jetzt gerade echt nicht. Also da ist noch das Buch. Ja. So, und Glowshroom, ist es das? Nein, das sind einfach die Pilze. Moos, also zu Moos, Glowing Moos. Also es muss irgendwie Glowing Moos, aber man kann nicht suchen. Ich weiß nicht, wo ich suchen kann. Ja, es wird nur da drüben gesucht. Ich kann aber, also habe den Mod einfach nicht drinnen, wo man suchen kann. Okay, ja, Glowing Moss. Ah, hier ist Glowing Moss. Aber wo ist das Glowing Moss Zeugs? Da, Glowing Sick. Sehr gut, weil ich die einfach brauche, mache ich mal hier drüben einen Weg rein. Machen wir doch das mal so auf die Seite. Und schau einfach mal, ob das überhaupt geht. Dass die wachsen, oder? So, schön ins Wasser. Ich sollte eigentlich nichts passieren dann dort. Ob die jetzt wachsen, weiß ich nicht.
Ich könnte aber hier eigentlich noch eine Insel bauen aus diesem Material. Das brauchen wir ja hier nicht unbedingt. Wasser. So, dann sind wir fürs erste Mal fertig. Sollte eigentlich gut gehen. Hier sammle ich immer ein paar Fische fürs einfach zum Essen. Kann man sehr gut einfach die Fische jagen. Es sind jetzt gerade sehr wenige da. Also, dann mache ich das mal hier vorne rein, damit wir einfach irgendwo Platz haben. So, jetzt muss ich sagen, also ein Pferd beschwören für einige Zeit. Ja, ist nicht so toll, ein Pferd, ein Skelettpferd. Und das ist irgendwie so eine Art, ja, Mine oder so. Zum Berühren. Das wäre nicht schlecht, aber das kann ich leider jetzt auch noch nicht so gut benutzen. Das ist auch eine Trap. Es beschwört einfach Magierlicht, das ist leider auch nicht so gut. Schade, also, jo, für den Anfang schon. Also gehen an zwei Orten Eisenfarm zuerst einmal. Hier möchte ich natürlich noch die Sachen hinlegen. Ich habe jetzt gerade keine Axt. Ah, ich wollte eine Axt und nicht eine Spitzhacke machen. So, wir haben hier schon mal ein bisschen. Hier unten ist übrigens noch ein Stollen. Also, und in diesem Stollen habe ich die zwei gefunden. Also Glowberry haben wir noch nicht. Nö, also Glowberry. Ah, das ist Aluminium. Okay, dann machen wir das hier hin. Easy. Natürlich ein bisschen Dunkelheit. Das haben wir schon. Und dann mache ich einfach seitwärts die. Osmium haben wir noch nicht, oder? Ja, das ist Zinn. Das ist auch Aluminium. So. Okay. Auch natürlich dunkel, das machen wir wieder zu. Als nächstes gehen wir dorthin, wo ich das gefunden habe. Und zwar, das war, glaube ich, rosa Erz, das muss ich noch irgendwie abbauen können. Und Spawner Plünderer. Habe ich das jetzt wieder weg, also das unsichtbar ist? Irgendwas mit Glow hieß es. Was ist eigentlich Mystik? Ist es Mystik? Könnte sein, dass es Mystik ist. Das war ganz am Anfang nach dem vorherigen Part. Bei Pinienkerne ungefähr auch in der Nähe. Ah ja, ich tue einfach mal anordnen auf Distanz. Sollte eigentlich das am weitesten weg sein. Ist Eid? Nein, das ist im nächsten. Waldanwesen ist am weitesten weg. Ja, dann ist es Mystik. Laden. Ah, das ist der Mystic Wood. Okay. Dann. Habe ich das einfach gar nicht mehr? Oder nicht gemacht? T1. Nee, es ist wahrscheinlich dieses eine Fruchtbäume. So, das ist vor allem in der Nähe. Können ja die Richtung auch ein bisschen schauen. Genau in die Richtung, aber hier ist gar kein Vapor. Also ist er doch unsichtbar. Ich glaube, es war in die Richtung, hier oben und nicht hier links. Upp. Jo, auf jeden Fall. Irgendwo hier. Na, dann ist es doch dort unten. Wenn es hier kein großes Loch gibt. Aber ich finde es schön, dass die Bäume wenigstens ihre Früchte noch weiter wachsen lässt. Da unten ist es. Also hier ist das Biom. Gehen wir doch kurz runter. Eisen überall Creeper hier nicht. Also hier sind einfach diese Teile. Wo ist es? Ja. Lol. Das hat mich jetzt gerade angegriffen. Das ist sicher hier runtergestürzt. Hallo, Skelett. Egal. Gehen wir wieder nach oben. Also der Leitstein kann ich auch mitnehmen. Das toll ist. Hier ist nichts mehr drin. Und hier drüben auch nichts mehr. Also dann gehen wir nach oben raus. Ja, zum Beispiel hier durch. Aber geht es nicht nach oben.
Und vielleicht finden wir auch noch eine gute Location für das Dorf. Soll ja auch eine Stadt werden, oder? Soll nicht sehr begrenzt sein. Also gehen wir nach oben. Eine kaputten Schaufel. Jetzt noch kurz. So, dann holen wir mal noch ja, der Schlafsack oder so mit gerade raus. So. Ja, Schlafsack ist schon etwas Tolles. Ich denke mal, die Betten abbauen und so müssen. Ja, und ein Waypoint, den wir wieder überspringen, wo man wieder zurückkommt, oder Spawnpunkt. Tja, da muss man innovativ sein, liebe Entwickler. Okay, jetzt haben wir hier einen Berg. Könnte Tiefschnee sein, hier. Nicht unbedingt rein. Bisschen Aussicht noch genießen. Hier kann ich mal durch. Es gibt überall diese Türme in diesem Mega-Tiger-Wald. Ziemlich genial. Aber ich habe ein bisschen Angst vor den Türmen noch, in den Springfallen. Ja, ich sollte es nur wagen. Boah, hier ein Dorf zu machen. Ist ein bisschen schwierig noch. Ja, da hat es wieder die gleichen Biome. LOL. Okay. Müssen wir irgendwie merken hier. Ja, einfach mal kurz schauen, ob man den abbauen kann. Einfach mit einer. Okay, droppen die auch die Items? Das hat nicht immer so zu sehen. Ich habe kein Holz mehr, nix mehr. Irgendwo muss doch noch Holz sein. Erst Erde. Ja, ein Holz. Wow. Nicht viel. Also, dann muss ich zuerst Holz holen. Wow. Nirgendwo gibt es Holz. So, also. Ja, leider ist ja der Word Generator durch die vielen Mods, also bei uns auf Blendy und so, sehr uneben geworden. Also man muss natürlich schon ein bisschen eine Idee haben, wo wir denn ein Dorf machen. Geht nicht so leicht, hä? So. Aber ja, gute Dinge wollen Weile haben. Die muss man halt ein bisschen vorbereiten. So, also, wir haben Sticks. Wir haben eine Axt. Eine Exi. Und jetzt bitte. Ja, geht wieder nicht. Okay, dann halt Behutsamkeit. Aber probiert habe ich schon mal. Ich will doch alle Blöcke haben in Minecraft. Ja, ich habe mir wirklich noch mehr Gedanken gemacht, wie ich das Haus machen soll und so. Ich mache wirklich die Ebenen, aber sie werden noch ein bisschen expandiert. Also nicht, ja, arbeitstechnisch, sondern nutzentechnisch. Immer so kleine Dörfchen bauen pro Ebene. Und da muss ich die Dorfbewohner natürlich auch irgendwie gut transportieren können. Ich weiß gar nicht, es sind easy Dorfbewohner, ob die einfach mitkommen und dann dort bleiben oder ja, immer wieder zurückgehen. Aber ja, sie sind ja in der Nähe. Hier ist ein Bananen, die habe ich aber auch schon mal gefunden. Noch nicht farmen können, aber gefunden. Dort drüben ist ein Portal. Wir haben kein Boot mehr. Alles habe ich rausgenommen. Tja. Wer Platz macht und aufräumt, hat immer das Problem, dass er wieder die Sachen nicht hat. Ja, jetzt habe ich ja auch nicht aufgeräumt. Aber habe es immer wieder öfters gemacht. Okay, die wichtigen Sachen tue ich mal raus. You will meet in Fairy Fast, but never in Stanley. Nö. Aha. Die Sachen brauche ich alle mal nicht. Genug Geld habe ich auf weitem.
Ah, da ist noch irgendwas. Ja, komm. Nicht zu viele Sachen mitnehmen. So, also im Underground gibt es viel bessere Sachen. Möchte ich natürlich auch nochmals einmal machen können. Hier drüben, dieser Wald ist ja immer so viel mit Früchten und so. Es wäre einfach schön, hier ein Dorf zu machen. Ja, das ist alles wieder hohe Berge. Was dieses Biom haben wir am Spawn, also bei unserem Haus auch. Das ist ein Pferd, gut. Könnte flach sein, könnte eigentlich ziemlich gut sein, so ein Dorf machen. Ja, aber dann da hinten nicht mehr. Das ist wieder dieses dunkelgrüne Biom. Okay, hier leider nicht. Ist zu wenig Platz. Ich müsste alles auf dem Meer dann bauen. Könnte ich auch machen, aber. Und ich möchte eher etwas mit Bäumen machen, also mit Baumhaus zuerst, da ich aber noch nicht genügend Steine oder so habe. Das ist leichteres. Und dann brauche ich einfach, ja, ziemlich viel Platz zum Bäume anpflanzen und so. Soll ich das mal wagen, kurz da reinzugehen, zu schnuppern? Ich mach's mal. Geh nicht auf. Okay. Diesmal im Beinschutz. Das Fireward, das ist aber etwas Spezielles. Okay, ich muss mal weg. Also, dann zum Rock. Dann haben wir wieder ein paar Sachen gefunden. Noch mehr. Ich habe zu Hause nicht schon so tausende von Kisten. Nein. Oh, Quallen. Jelly, irgendwas. Okay, die werden einfach langsam generiert. Seltsame Suppe. Schade, nichts Gescheites. Ja, ich habe eine gute Hose noch. So, dann muss ich wahrscheinlich hier noch rein. Jo. Okay. Ein paar Sachen nehme ich noch mit. Putzel. Nehmen wir ein Puzzle mit. Okay. Kurz einen Smaragd mitnehmen, aber zuerst mal Backpack haben. Wo sind die Backpack, wenn man sie braucht? Der andere Backpack. Besser. Nicht Holz oder so. Ja, das Problem mit den Backpacks. Ich muss sie nochmals größer machen. Okay, das reicht. Also die zwei. Die Herz nehme ich immer gerne mit. Und eine Enderperle. Das reicht völlig aus. Hey, geh durch. Er will aber nicht Kopf einsehen. Ja, ich möchte gerne. Ich wollte irgendwas noch rausholen oder so. Okay, ein Herzen hat drin Platz gehabt. Ja, das reicht. Also. Finden irgendwo hier. Also ich gehe jetzt auch ein bisschen weit weg vom Haus, also nicht in die Richtung, damit ich einfach ein paar Sachen abbauen kann, zum Beispiel hunderttausende Erde oder einfach Holz oder Stein, einfach so an der Oberwelt abbauen kann. Das ist natürlich wichtig für so ein Dorf. Ja, Wassertempel ist natürlich noch zu schwer. Mindestens Tränke. Also für Tränke müsste ich vielleicht mal einen Livestream machen, auch so für ja, zum viel Bauen, wie zum Beispiel so kleine Gärten und Häuschen. Ich muss aber auch schauen, wie kann ich Fackeln oder so platzieren, dass das Licht ist, oder? Ich aber kurz schauen auf die Map. Wir gehen eigentlich wieder so relativ wenig weit weg. Das Haus ist dort. Müssen eh in die Richtung. Okay. So.
Aber ist schon geil, der Mod. Der muss zwar noch natürlich gut wachsen, damit er noch interessanter wird. Aber jo, wir tun einfach am Anfang ein bisschen etwas erleichtern. Wir machen auf Peaceful, damit einfach nicht Angriffe kommen. Aber es werden wahrscheinlich einfach irgendwelche Soldaten trotzdem noch kommen. Die werden wahrscheinlich nicht als böse bezichtigt. Ich möchte ein bisschen easy mal den Mod kennenlernen. Wir können dann immer noch eine Stadt im Neffen machen oder sonst irgendwo, wo es wirklich schwierig ist und dann natürlich alles gut jo, schwer machen und so. Und das ist natürlich dann ja je nachdem. Ja, schwierig. Schwieriger. So, jetzt muss ich aber nach oben. Ja, ich hätte noch ein bisschen wahrscheinlich trinken sollen bei den Blasen. Na gut. So, aber ein großer Ozean. Also, ich würde schon gerne das Dorf auch noch bei einem Ozean haben. Sieht einfach stylischer aus. Auf dem Ozean sicher mal nicht. Dann spawnen unter Wasser wahrscheinlich ganz viele Monster. Sonst ganz im Norden, wo ich ja diesen Mystic Forest gefunden habe, dort irgendwo. Der ist aber zu klein für ein Dorf und einfach zu uneben. Der geht nicht. Aber hier. Ja, Lavendel-Syndrom. Biom wieder. Tja. Ganz eben ist es auch nicht. Aber immerhin. Was ist das so dunkel dort? So schnell laufen. Not a Jigsaw, okay. Jigsaw ist die Säge, Kreissäge. Ah, ist das Puzzle. Okay. Wieso heißt Puzzle irgendwie was mit Säge? Chick-Chickel lachen. Komische Übersetzung. Okay, wunderbar. Etwas haben wir, aber ja, wahrscheinlich nicht gerade so gut. Gib mir dieses Boot. Der Delfin will es klauen. Herumschubsen. Also so wie es aussieht. Ja, wo sind wir jetzt schon wieder? Ja, es ist einfach zu wenig. Wo ist jetzt diese Obsidiansäule oder was ist das? Da vorne. Nein, da vorne. Noch kurz anschauen, hä? Sehe vor lauter Büschen den Weg nicht mehr. Der war doch hier irgendwo. Hä? Ah, da vorne. Okay, das ist einfach Öl hinten dran gewesen. Sah aus wie Obsidian. Aber ich habe es nicht genügend lange angeschaut. Oder einfach in der Dunkelheit nicht so erkannt. Irgendwas. Lavendel, ja, ist alles Lavendel hier oben. Da vorne ist noch irgendwas. Okay, okay, ein Turm. Ich glaube, ich gehe noch in diesen Turm. Ja, nein. Wenn ich volles Inventar habe, sollte ich nicht gehen. Okay, dann tue ich mal hier ein Waypoint machen zum Zwischending. Also hier könnte man doch ein gutes Dorf machen dann. Einfach mal noch kurz ein bisschen auskundschaften, wie der Redwood Forest so ist. Und dann können wir so ein Redwood Forest Baumdorf machen schon mal. Ist ziemlich cool. Ja, das war schon gut. So, wo sind wir jetzt? Das ist der Redwood Forest. Ist auch so mega flach. Und da ist dann wieder nicht so ein schönes Biom. Ja, ein bisschen problematisch. Nicht gerade das, was ich mir vorgestellt habe von einem Dorf.
Naja, ringsum einfach und nochmal ein paar Bäume pflanzen. Wie ist das mit dem Wasser? Also wenn wir hier das Dorf machen, so, dann wäre doch gut. Also da ist ja auch nicht so hügelig, ja ein bisschen. Einfach so ein bisschen hier hin. Da haben wir ein schönes Dorf. Besser kann ich es eigentlich auch nicht machen. Jetzt noch kurz schauen. Ich könnte eigentlich das Dorfzentrum hier machen. Vielleicht auch hier auf so einem Dock drauf oder auf der Insel. Und dann immer so Stege machbauen, was irgendwie, jo, irgendwas, was halt langweiliger ist oder so. Okay, da werden Chunks generiert. Also ich denke, ich tue jetzt mal hier den Wegpunkt hin. So, und dann haben wir dort hinten auch schöne Lavendelbäume. Dort ist es, ja, weiß nicht mehr, wie das ist, Chacarya-Holz. Machen wir mal Mine, ja, Kolonies 1. Einfach, was, dann weiß ich was. Nicht mein, meine ist ja überall sonst. Ich könnte aber das Dorf auch hier machen. Dann haben wir einfach dort noch einen Turm. Auf jeden Fall sehen wir voll. Also wenn wir das Dorf hier beginnen, dann haben wir schon mal wirklich gut Platz. Und der Wald auch noch drin. Also wir sind hier echt ziemlich gut. Oder hier drüben eher. Ja, da ist er wieder hoch. Ja. Also wenn wir das Ding hier machen, können wir dort drüben auch ein bisschen flach machen. Dann haben wir den Berg noch. Und wir haben einen Fluss. Ich möchte schon einen Fluss haben. Also machen wir das Dorf hier hin. Hä? Ich hole mal die Sachen und dann schauen wir mal, wie wir das machen können. Von der Steuerung wird es natürlich schon ein bisschen schwieriger am Anfang sein. Aber ja, das geht ja dann gut. So. Einfach mal versuchen, Sachen loszuwerden. Ja. Also ich tue mal alles anordnen dann. Ich habe ja noch ein paar Truhen, die leer sind. Aber alles mal anordnen ist schon sehr wichtig. So, wollen wir noch in das Portal reingehen? Einfach mal kurz, oder? Ja, es ist fast schon ein bisschen zu spät für das Portal. Machen wir dann gleich im nächsten Part am Anfang. Das nicht mehr. Ja, und so langsam habe ich zu viele Eisenspitzhacken. Und so Schwert. Ich brauche immer sehr viel Schwerter. Und halt ein Sattel, um immer um zum schnell laufen. Also Rennreiten. Dann habe ich ja noch, wo habe ich die Fäden reingetan? Hier wahrscheinlich irgendwo, die brauche ich dann später. Die Angeln. Ich möchte jetzt endlich mal. Oh, okay, Krankenwagen ist gerade gekommen. Angeschalten worden, die Sirene. Bei uns ist genau in der Nähe ist unser Stützpunkt für die Krankenwagen. Und da machen sie immer hier die Sirene an. Also, sonst habe ich ja nichts mehr. Ja, doch, da. Also, gut, wunderbar. Als nächstes. Genau, will ich euch noch das Geschenk öffnen? Das wollte ich ja nicht am Anfang machen. Aber das mache ich im nächsten Part, genau. Auf. Ich habe über Haltbarkeit Angeln bekommen und sonst eigentlich nicht viel. Wir könnten eigentlich noch eine Angel verzaubern. Ich mache das Geschenk erstmal rein. Also, zuerst einmal. Mehr Fäden. So, habe ich dann noch Sticks? Gerade nicht, aber ich habe Angeln. Also wir haben Level 33, da kann ich ein Loaves verzaubern. Ist wieder Haltbarkeit. So, Haltbarkeit weg. Und Köder endlich. Köder und Haltbarkeit. Köder ist schon mal gut. Damit werde ich mal angeln. Ich werde die anderen Sachen auch noch weglegen. Ich möchte gerne ja ein oder zwei Fische noch angeln oder
Nein, es ist gut jetzt. Wir unter 30 Minuten bleiben. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn ich mal ein bisschen Sachen gesammelt habe im Wasser. Tschüss!